Aus dem Evangelium nach Johannes. Lasst euch das Herz nicht durcheinander bringen. Glaubt ihr an Gott, so glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Bleiben. Wenn nicht, hätte ich dann zu euch gesprochen, ich gehe hin, euch einen Platz zu bereiten. Und bin ich hingegangen und habe einen Platz euch bereitet, so komme ich abermals, um euch zu mir zu holen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wo ich hingehe, ihr wisst den Weg. Sagt Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie könnten wir den Weg wissen? Sagt Jesus zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Heute am Allerheiligentag, Allerseelentag, gibt es ganz viele Lesungen zur Auswahl. Es war gar nicht so einfach zu entscheiden. Ich habe mich dann für diese Lesung entschieden, die sehr oft auch bei Begräbnissen verwendet wird. Aber nicht deshalb, sondern weil sie mich angesprochen hat. Wir sind im 14. Kapitel vom Johannesevangelium. Kurz davor, direkt davor, hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen, hat gesagt, dass einer ihn ausliefern wird und dass ein anderer ihn verleugnen wird, noch ehe der Hahn kräht. Und direkt daran, dass er Petrus darauf hinweist, dass er ihn verleugnen wird, kommt diese Stelle aus dem Johannesevangelium, die wir eben gehört haben. Und ich denke, dass die Jünger ziemlich durcheinander gewesen sein werden, nachdem sie gehört haben, was mit Jesus passieren wird und was vor allem die Jünger tun werden. Wo sich ja, wie er das über Judas gesagt hat, jeder gefragt hat, bin ich, der dich ausliefert? Und in diese Situation hinein sagt er, lasst euch das Herz nicht durcheinander bringen. Vielleicht kennen auch wir, dass das unser Herz durcheinander ist. Am heutigen Tag vielleicht besonders, weil wir an Menschen denken, die wir vermissen, die wir sehr geliebt haben oder lieben, die vielleicht viel zu jung von uns gegangen sind oder wo noch ein Konflikt zwischen uns ist, obwohl die Person schon im Himmel ist. Oder wo vielleicht das Begräbnis sehr verstörend war. Vielleicht gibt es aber auch ein ganz anderes Durcheinander in uns, weil wir selber oder jemand anderer Krebs hat oder eine andere sehr schwere Krankheit, weil ich jemanden verletzt habe oder jemand mich verletzt hat, weil jemand Sorge hat um Verwandte, die im Krieg sind oder in kriegsähnlichen Situationen oder weil es irgendwas gibt, wo ich mich dafür schäme. Oder ganz viele andere Dinge, die uns durcheinander bringen können im Alltag, Mobbing, was auch immer es ist. Ich glaube, wir kennen alle diese Durcheinandersituation und auch in unsere Situation sagt Jesus hinein, lass dich nicht durcheinander bringen, lass dein Herz nicht durcheinander bringen. Glaubt an mich, haltet euch an mir fest, vertraut mir. Und dann sagt er, dass es viele Bleiben gibt in seinem Haus. Ich finde die Übersetzung von Fridolin Stier schön, weil das Wort Bleiben erinnert uns ja auch an das, was dann ein Kapitel später kommt. Die Jünger wussten es noch nicht, wir wissen schon, dass wir in ihm bleiben sollten und er in uns bleiben will oder in uns ist und bleibt. Also es gibt viele Bleiben in seinem Haus. Wir verbinden damit den Himmel, dass er dorthin geht, um uns eine Wohnung, eine Bleibe zu machen. Und mir ist dann so gekommen, die Frage, wie stelle ich mir diese Bleibe im Himmel vor? Wie wird die wohl ausschauen? Auch wenn ich das Wort, das in unserer Einheitsübersetzung ist, die Wohnungen, wenn ich mir das so wirklich als Wohnung vorstelle, wie wird die ausschauen? Vielleicht auch die innere Wohnung. Und dann kam mir die Frage, warum muss ich mit dem Gestalten dieser Wohnung erst bis zum Himmel warten? Warum kann ich diese Wohnung nicht schon hier auch bereiten und bereiten lassen?
Und wenn ich ernst nehme, unser tägliches und oftmals am Tag manchmal gebetetes Gebet, wo wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden, dann dürfen wir diese Wohnung schon hier beginnen, einzurichten und einrichten zu lassen. Und dann heißt es, dass Jesus uns zu sich holen wird. Und dieses griechische Verb zu sich holen ist das gleiche Verb, das verwendet wird, wenn der Bräutigam seine Braut zu sich holt. Ich finde das einfach ein ganz ein schönes, sehr liebevolles, einen sehr liebevollen Ausdruck, den Jesus für jede Einzelne und jeden Einzelnen von uns verwendet. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist es aber auch genau umgekehrt. Vielleicht geht es gar nicht noch um den Himmel, vielleicht auch schon. Aber ich finde, man kann es auch andersrum sehen. Das Haus seines Vaters kann auch unser Leib sein, unser Leben sein. Wir sind Tempel Gottes, das Haus Gottes. Und wir sind eingeladen, dass Gott in uns Bleibe hat. Wie im Himmel, so auf Erden.